Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Weiter. Hast du gehört? Der Merz fordert schon wieder. Der Am Merz? letzten Montag hat er noch gefordert und jetzt fordert er schon wieder. Das ist ein großer Forderer, das kann man anders nicht sagen, ne? Bei der Industrie fordert er eine europäische und deutsche Industriepolitik. Das ist das, was wir brauchen, sagt er. Ja, Gleichzeitig fordert mach er eine mal Politik ohne Schuldenbremse. Geld. Ja, mach mal Politik ohne Geld. Nee, eine Schuldenbremse brauchen wir schon, Rudi. Also Ach so. ausgeben können wir Geld in der Industriepolitik. Wir können überall Geld ausgeben, aber dann klagen wir einfach gegen die Regierung, wenn die das machen. Ja. Ja, Ja, wer wollte gestern Krankenhaushalt. ein Sondervermögen haben? Irgendwer wollte ein Sondervermögen haben, auch im dreistelligen Bereich. In Ja, irgendeiner gestern. der Industrie. Ja, gestern wollte die Bauindustrie ein Ach, die Sondervermögen Bauern, haben. genau, die waren das. Ja. Und der Fritze wird da hingehen und sagen, ja, ich will ein Sondervermögen für die Bauindustrie haben. Aber gleichzeitig droht er dann mit dem Bundesverfassungsgericht. Er klagt gegen diesen Sonderhaushalt und das ist nicht zulässig. Das ist ja juristisch wahrscheinlich einwandfrei. Ne? Doppelzüngigkeit nenne ich das. Ja? Ja. Gespaltene Zunge, Herr Merz. Tja, und die anderen machen gerade mit. Die Linnemanns, die Lindners. Sie betreiben eigentlich eine Hü-und-Hott-Geschichte, und das deutsche Volk merkt nicht, dass es verarscht wird dabei. Das ist der Punkt. Wir werden vollkommen verarscht. Ja. Bei uns stürzen dann die Brücken ein, wie in Dresden, oder die Schulen haben keine gescheiten Toiletten, oder in Krankenhäusern müssen wir sparen, weil es so ein paar Platzpatronen gibt, die was von der Schuldenbremse sabbeln. Also, nee, das Ding muss weg. Naja, es gibt natürlich Ansätze, wo man sagt, wir müssen effizienter werden, aber dann heißt es ja sofort, wir haben zu viel Bürokratie. Es wird alles runtergebrochen auf irgendwelche Schlagworte, die sich dann gut anhören in den Ohren von irgendwelchen Bundesbürgern, damit sie ihr Kreuz bei den Rechten machen oder bei den Populisten. Genau. Also auch mit der Bürokratie, da platzt mir ja zwischenzeitlich manchmal die Hutschuhe. Also wenn wir Gesetze machen, die so ausgelegt sind, als hätte jeder einen Computer und könnte jederzeit irgendwas eintippen in das Tablet, was er ja hat, ne? Und dann damit die Bürokratie erledigen, und dann aber verlangen, dass das alles ausgedruckt wird, dann muss ich den Leuten recht geben, das ist zu viel Bürokratie. Wir haben abertausende von staatlichen Datenbanken, die sind alle schön voneinander getrennt. Und was ist in der privaten Wirtschaft? Was macht Musk? Er führt sie zusammen. Facebook und Co. Genau. Er führt sie einfach zusammen, alle Daten, die irgendwie möglich sind. Und sagt uns Ja. nicht wie, und wo und welche, aber er macht es einfach. Genau. Und dann schafft er dadurch Profile und die Ja. verkauft er und damit wird er ein Billionär. Ja, genau. Und muss noch nicht mal Steuern zahlen. Genau, und die Politik macht sich gegenseitig schwer. Also das Einwohnermeldeamt darf die Daten nicht an die Krankenkasse geben, die Krankenkasse darf die Daten nicht an die Polizei geben. Ich meine, mag ja alles richtig sein, aber man muss dann auch mal Vernunft walten lassen, wie die Kommunikation von staatlichen Strukturen untereinander organisiert ist. Ich hatte in Ja, Brüssel mal oder mit. ich muss die Strukturen so vereinfachen, dass das schon sowieso in einer Hand ist. Ja? Genau. Also wenn ich in Also, Israel die drei, vier Krankenkassen ansehe, die sie dort haben, ja. die haben extrem viele Vollmachten, um sicherzustellen, dass die Gesundheit in die Bevölkerung getragen wird. So, Ja. da sind nicht noch kassenärztliche Vereinigungen dazwischen oder sonst irgendein Bullshit, also ein Mist, der nur aufhält. Nein, Ja. die dürfen das dann. Und Ja. deshalb war Israel in der Corona-Zeit natürlich auch der Anlaufpartner für BioNTech, weil dort kriegten sie im Nu die Daten von Millionen Geimpften. Ja, man muss wirklich bei dem Datenschutz nochmal anfangen zu reden und vor allen Dingen den auf die Füße stellen. Es geht nicht, dass Datenschutz heißt, staatliche Stellen dürfen gar nichts, private dürfen ob ihrer Nutzungsbedingungen alles. Das ist einfach schräg, das ist total schräg und da muss man auch mal anfangen, darüber nachzudenken, was das für einen Sinn macht. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, die Problematik ist ja die, aus dem Staat kann ich nicht austreten.
Also Facebook kann ich zumachen, mein Account löschen, dann bin ich halt nicht mehr da. Aber beim Finanzamt bleibe ich halt angemeldet, Und ja, Uni, zwangsmäßig. ja. Also von daher ist es natürlich schwierig für den Staat zu sagen, nur wenn du die Nutzungsbedingungen des Finanzamtes anerkennst, dann darfst du bei uns mitmachen. Das ist Der war gut. Der war gut. Nee, also ich glaube, das Thema diskutieren wir nochmal gesondert und auch intensiver, weil es ja nötig ist, dass wir das intensiv diskutieren. Aber da kann man dann auch mal gucken, wie viele europäische Datenbanken gibt, wie kommunizieren die miteinander, warum haben wir keine einheitliche Sozialversicherungsnummer, warum haben wir keine einheitliche Personalnummer in Europa. Da treiben wieder einige wenige quer, vollkommen ohne Sinn und Verstand, weil sie in der IT-Vorstellung des vergangenen Jahrhunderts hängen geblieben sind. Und Aber eine IBAN haben wir, ne? IBAN haben wir. eine IBAN haben wir, ja. Aber Lass das ist uns, ja auch privatrechtlich organisiert. genau, lass uns Also das mal. selbst wenn die Commerzbank zu 3/4 dem Staat gehört, ist es immer noch privatwirtschaftlich organisiert und die Ja. haben sich so organisiert, dass die Nummer nur einmal existiert. Genau, die Weltweit. dürfen das auch. Die dürfen das auch und das ist diskussionswürdig auf jeden Fall. Ne? Hast du gehört, hast du den Hofreiter? Der Hofreiter ist ja auch so ein Original, ne? Der Anton. Anton, was Nicht aus, machst du nicht aus da? Tirol, sondern aus Bayern, ja. Keine Ahnung, was Genau. der schon wieder von sich gegeben hat, aber das kann also nur humanpopulistischer Müll gewesen sein. Das ist ein ganz neues Wort. Humanpopulistischer Müll. Da muss ich aber den Daumen hoch machen. Ja, das, sowas fällt mir nur sonntags ein. Ja, Ja, was hat er denn gesagt? der Anton ist ja der Meinung, also europäische Grenzsicherung mit Frontex brauchen wir nicht. Also da am besten so wenig Beamte wie möglich. Also niemand, der unsere Außengrenzen bewacht. Und dann möchte er auch nicht, dass wir in Deutschland selbst unsere Grenzen bewachen. Also Anton ist irgendwie so für mich so ein ganz schräger Vogel, der gar keine, eigentlich anarchistisch, ne? Der will gar keine Kontrollen haben. Nirgends will der Kontrollen haben, dieser Typ. Finde ich gut, ne? Aber Der soll doch einfach mal ins Nachbarland gehen oder in die Nachbarländer, nach Österreich, nach Tschechien und nach Polen. Da ja. kann er sehen, wenn man geflutet wird, und hier ist es nur Wasser und Ja. keine Flüchtlinge, was dann passiert. Dann laufen die Staudämme über und möglicherweise brechen auch die einen oder anderen. Dann muss man die eigenen Dörfer evakuieren. Da Ja. dürfen die eigenen Leute also nicht mehr da leben, wo sie vor noch gestern gelebt haben, Ja. weil das auch 2 Meter unter Wasser steht. Da ist auch schlecht leben. Ja, okay. Soll er mal in die Nachbarländer gehen? Da kann er Ja, sehen, was passiert. wenn der in die Ukraine geht, dann will der ja auch ganz harte Grenzen haben. Also so viele Panzer haben wir gar nicht, wie der dann an der russischen Grenze stehen haben will. Also ich finde, der muss sich einfach mal entscheiden. Das ist keine Politik, das ist auch gespaltene Zunge, was der Typ macht. Die Grünen sind in vielen Fragen so. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber wir sollen ja auch China boykottieren, wir sollen unseren ganzen Handel aufgeben, wir sollen nichts mehr nach China laufen und aber wir sollen Also ich prosperierende war noch Länder nie in aufbauen. China. Ich Wie war noch bitte? nie in China. Ja. Doch, stimmt, sorry, das war 1993. Da war ich in Hongkong und so Ja, weiter. ich Und die will das jetzt Entwicklung. auch nicht vertiefen. Ich glaube, für einen Sonntag ist das alles ein bisschen viel, ne? Aber. Ja, die Grünen haben natürlich auch ihre Klientel. Es sind nicht nur Waldorfschüler, ehemalige, aber so andere Verpeilte sind auch darunter und die gehen natürlich über die Libertäre Fahne. und total Libertäre. Ja. Ich will das Und gar nicht. Will ich gar ich nicht. nehme noch 7,5 mehr Flüchtlinge auf, werden Sie sagen, obwohl Sie noch nicht einen einzigen in Ihrem bayerischen Dorf gesehen haben. Das kann gut Oh. sein. Ja, stimmt. Und man sollte das manchmal auch persönlich tun. Also egal. Hatten wir heute noch was, was uns über die Leber gelaufen ist? Wo die. Nö, einfach nur wieder, ach ja, das ist der übliche Müll. Ich weiß nicht, was Merz alles sonst noch gemacht hat, aber den haben wir ja schon abgefrühstückt jetzt. Und Genau, also ich weiß über es nicht. Biden gibt es momentan auch nichts und über Ja, Trump auch. naja. Also ich finde den Trump schon geschickt. Der Trump verbreitet ständig irgendwelche Fake News und Müll. Die Leute regen sich auf über die Pets, die wir in Springfield essen, wobei jeder seine eigene Katze essen darf. Und jeder redet darüber, ne? Und die wirklichen Themen der USA werden überhaupt nicht Ja, beredet. genau. Wie sieht die soziale Situation Hier aus? sagte da eine Soziologe noch, flood the area with shit.
Trump. Und wenn du dann voll in der Scheiße bist, dann kümmerst du dich nicht mehr um die wahren Themen. So ist es. Ich wollte es nur erwähnt haben. Was ist denn mit morgen? Aber es fällt ja immer mehr auf und es kommt auch immer mehr in die Medien, dass das genauso eine Taktik ist. Und irgendwann werden die Leute das auch verstehen. Leider verstehen sie es häufig erst zu spät. Genau. Aber ihr Leute da draußen, wir helfen euch beim Verstehen. Guckt uns an, abonniert uns, das Machen wir ist es noch besser viel wichtiger. nicht. Ja? Abonniert uns. Wie sagt der Rudi so schön, morgen kommen wir wieder. Das ist kein Ja. Angebot, sondern Rudi. Eine Drohung. Macht's gut.